Gleich startet das Qualifying für den Grand Prix von Italien hier auf dem Autodromo di Monza. Die Teams werden jeden Augenblick auf die Strecke fahren. Ich erwarte an diesem Wochenende eine gute Leistung von Ferrari hier auf ihrer Heimstrecke. Sie waren hier stets sehr erfolgreich. Zwar haben sie seit dem Sieg von Fernando Alonso 2010 hier nicht mehr gewonnen, aber man soll ja niemals nie sagen. Die Fans hier sind großartig und bieten Ferrari immer eine Menge Unterstützung. Ich erwarte also ganz viele von ihnen zum heutigen Qualifying eine Menge zu sehen. Vielleicht kommt die Überraschung ja von mir. Und damit begrüße ich recht herzlich zurück zur Let's Play Formel 1 2015. Wir fahren natürlich mit dem Primes. Wir haben es ja schon gesehen, dass wir es hier drauf haben. Und zwar drauf haben. Wieso neues Setup? Warum neues Setup? Herr Kollege. Das Setup hier. Ja. So. So, Prime sollten wir locker die nächste Runde erreichen. Ich bin ja mal gespannt, was es diesmal für Zeiten. Fangen 23 tief, was wollen. Mal schauen, was wirklich Fett hier bringt. Das habe ich ja noch so ein bisschen gesagt. Das könnte hier 7, 8, 10 sie sogar bringen auf dieser Highspeed-Strecke. Deswegen bin ich einfach mal gespannt. Der McLaren fährt raus, mein Teamkollege fährt raus. Ziel ist, siebter oder besser zu werden. Ich denke mal, dass wir das schaffen. Ich denke mal, einige werden mir sogar jetzt nach diesem Training sogar den Sieg zuschreiben wollen. Also es ist einfach eine Strecke, die dem Fossil ja komplett entgegenkommt. Dank dem Motor ist es ja auch durchaus möglich, dass wir hier was reißen können. Nach Italien kommt Singapur. Aber das ist wiederum eine Strecke, die in dem Fuß sind, die mal gar nicht wiederkommt. Also Singapur wird wieder so Schadensbegrenzung wieder wert, und zwar komplett. Da bin ich mir jetzt schon sicher. So, wie gesagt, Reifen nur warm bekommen, nicht überhitzen lassen. So, ich habe eigentlich nur vor, ein oder zwei Runden zu fahren, diesen Prime-Reifen, das brauchen wir ja eh nicht mehr. Und jetzt werden wir auch gleich eine gute Zeit eigentlich schon gegen Mercedes und Ferrari haben. Um zu gucken, wo wir da jetzt wirklich dann im direkten Vergleich gehen, im Qualifying. Auch wenn sie es hier immer noch nicht die wirkliche Speed zeigen. Trotzdem kann man die ja schon für ernst nehmen. ...365 war Rekord vorhin. Jetzt wollen wir nochmal 4 km/h schneller, 369. Okay, ein bisschen sehr aggressiv mit dem Gas. Okay, er ist doch nicht wirklich entscheidend schneller. Aber ich denke mal nicht, dass wir uns die Größe verbessern können mit den Primes mehr. Also ich denke mal, das ist einfach das Limit der Reifen. Weil da musste ich abkürzen, sonst ich die Kurve nicht bekommen. Maldonado 24,4 auf Soft wohlgemerkt. Hamilton 23,1. Da komme ich sehr nah dran. Wieder 369. Muss da vielleicht noch ein bisschen früher bremsen. Rosberg ist langsamer. Also wir können hier die Mercedes ärgern. Treibstoff niedrig, dir geht das Benzin aus. Du musst innerhalb von 2 Runden an die Box. Und der erste Sektor 2 Zehntel schneller schon als Hamilton. Ja.
gucken im zweiten Sektor. Vielleicht verliere ich da die Zeit. Ja, minimal habe ich da jetzt auf Hamilton verloren. Ich denke mal, das ist der Mitte, der letzte Sektor war Ascari. Und Parabolica. Hamilton verbessert sich ja auch nochmal. Und wir auch. 22,9. Also, wir haben Hamilton und Rosberg bekommen. Aber was bringt mir die Pole Position bei dem schlechten Skat? Der Weg zur ersten Kurve ist sehr, sehr lang. Ich glaube, aber in Kanada war ich noch schneller im Qualifying. Aber ich glaube nicht, wo da bin ich auch in Q1 und Q2 die schnellste Zeit gehabt. Und dann hat es geregnet. Wetterbericht. Das Wetter sollte trocken bleiben. Gut. Gut. Hülkenberg auf der 4. Okay. Das ist ja schon mal extrem positiv zu vermerken, dass der Posten hier ja richtig gut scheinbar funktioniert. 1 und 4, Mercedes 2 und 3. Also das ist einfach eine Strecke, wo wir gegen Red Bull punkten müssen. Ja, wenn man hier zu weit rechts ist, kann ich nicht Vollgas gehen. Das ist echt ein Nachteil. Also die Kurve muss man schon bekommen. Motor drehe ich hier auch weiter aus, auf jeden Fall. Also für zwei schnelle Runden kann ich noch ein Kilo runterhauen. So, ich muss mal kurz den Reifenverschleiß nochmal angucken. Das wird nämlich ein Thema sein. Denke ich zumindest. Singapur, da kommt glaube ich Japan. Russland hat mir auch jemand geschrieben, dass die KI da relativ schwach sein soll. Das kann ich jetzt von meiner Sicht her aus nicht bestätigen. Wenn ihr das aber schon seht, dann werde ich wahrscheinlich schon Russland haben. Singapur. Ich glaube Singapur, Japan, Russland. Ja, könnte sein, dass ich das dann schon habe. Aus Russland. Schon aufgenommen. Singapur wird extrem lang. Das muss ich mir echt mal gucken. Singapur, das geht wieder an die 2-Stunden-Grenze ran. Das wird auch vor allem mit den 60 FPS-Lern lange dauern. So, ganz kurz. Was wollen wir mal kurz schauen? Die Reifen wollten wir jetzt schon und schauen wir mal kurz drauf. Du fährst ein klasse Rennen. Wir liegen wieder viel weiter vorne, als wir erwartet hatten. 26,7, 27,8. Das ist der erste Sektor. Hülkenberg genauso schnell wie ich im ersten Sektor. 14. mit, aber der Unterschied ist mit den Options gefahren, ja. Also, was ist hier noch möglich mit den Options? Das ist dann die nächste gute Frage. Hamilton legt noch mal eine Runde hin, der hat aber eher Verkehr. Rosberg 20, 21, 22. Nee, reicht auch nicht. Ich habe die 22,9 da stehen. Rosberg aber auf der 3. Und jetzt wollen wir noch mal kurz die Reifen. Ich will mir kurz die Primes noch mal anschauen, beziehungsweise die Options, wie lange sie vom Team aushalten. Okay, 8%, das ist schon viel. 21 Runden und 25 Runden. Okay, man kann hier im Notfall zwei schnelle Runden fahren. Ja, also es wird eine Zweistopp-Strategie. 15, 30, 52. Ja, wird knapp. Aber es sollte, ja gut, zwei Stops, das sollte gehen hier. Das denke ich schon. Drei finde ich schon zu viel. Drei könnte echt schon zu viel sein. Aber ich lasse mich da erstmal überraschen. Mal schauen, was die Williams noch fahren. Die fahren ja grundsätzlich immer sehr, sehr spät raus, genauso wie Quiert und die beiden Saubers. Ja gut, 2/10 ist jetzt nicht viel, also Mitte da muss ich noch was finden. Dass ich hier Mitte da Probleme habe, das war mir bewusst, aber dass es dann so groß ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Viel Verkehr, jetzt fahren sie nochmal alle raus. Letzter Sektor passt auch. Der erste Sektor ist auf jeden Fall unser Sektor mit dem Force India. Mal gucken, was da mit den. Mal gucken, was wir mit den Options fahren. Ob wir da die 22 knacken können. Zumal die Options ja noch besser sind für mich eigentlich für den Mitteteil. Da wird, glaube ich, der Abstand auf die Konkurrenz noch mal ein bisschen kleiner sein.
Also, ich sag jetzt immer hier offen und ehrlich, Pole Position ist drin. Weil mit dem Prime bin ich auch mal schneller. Massa nur auf der 12. Wir haben nicht damit gerechnet, dass Danny Quert so Doch. Früh aus dem Qualifying ausscheidet. Q1. So einen frühen Feierabend, das ist traurig und es wird morgen ein hartes Rennen für den Russen. Ja, damit ist schon mal ein Red Bull eine potenzielle Gefahr ausgeschieden und sogar nur auf 19. Also ausgeschieden, Bottas knapp weiter. Ohohoho. Markus Eriksson, Philippe Nasa, die immer sehr die Spätzünder halt, Stevens, Kvyat und Mary. Also drei Spätzünder und die zwei üblichen Verdächtigen. Ja, Prime. Hülkenberg auf Options, sehr gut dabei. Aber ich bin mal gespannt, wenn ich nur 14 mit dem Prime schon schneller bin, dann wollen wir mal kurz schauen, was da noch möglich ist. Ihr seht selber, da steht Legende. Der kleine Beweis, dass ich hier auf Legende einfach weiterhin fahre. So, jetzt Q2. Jetzt kommt es natürlich drauf an. Ich werde aber trotzdem mir nur Sprit für eine Runde mitnehmen. Sprich, wir werden das Auto mal um 2 Kilo nochmal leichter machen. Sprich, 7 Kilo. Weil das merkt man hier auch. Jedes Kilogramm mehr ist schlecht. Ich habe mich jetzt nur dazu entschieden. Ich denke mir, dass wir mit einem Satz weiterkommen. Auf jeden Fall. Und dass wir das in einer Runde schaffen. Also Hülkenberg ist ja der direkte Gegner. Genauso wie der Lotus gerade vor mir. Ich bin mit den Options ja hier noch nicht einmal angefangen. Aber ich werde versuchen, jetzt den Reifen schon zu schonen. Weil zwei Stops, das ist auf jeden Fall irgendwo Pflicht gegen die Top-Teams. Wenn da jemand 3 fährt, dann könntet ihr vielleicht auch Vorteile daraus ziehen. Beim frischen Reinsatz ist es immer grundsätzlich schneller, aber hier denke ich mir mal nicht allzu groß. Weil wir hier wenige Kurven haben, wo du eigentlich Zeit holen kannst. Also hier ist der Motor einfach ausschlaggebend. Windschatten ist ja auch ein gutes Thema. Vielleicht sollte ich mir da jemanden von den beiden Mercedes vielleicht mal anangeln. Dass wir da vielleicht nochmal Windschatten schnorren können für den Schlusssektor. In der Mitte da wäre jetzt nicht so vorteilhaft. Okay, wir alle stehen hinter dir. Das sagt ihr erst, wenn man Option hat. Pass auf, dass du das Auto beim Aufwärmen nicht überlastest. Aber den Spruch sagt er wirklich nur bei Options. Wir haben jetzt, wie die Kilogramm wissen, 6 Kilo noch. Also wir verbraten hier doch schon einiges. Das Problem ist, ich kann voll hin nicht so viel Luft lassen und den Hülkenberg spendiere ich auf jeden Fall Windschatten. Die Reifen sind heiß. Mach langsam in den Kurven. Wir müssen sie etwas herunterkühlen. Nee, auf 370 komme ich nicht. Aber auch mit dem Options da sehr viele Probleme jetzt gehabt. Mit dem Rausbeschleunigen und auch mit dem Anbremsen. Oh, Lotus zieht mich sogar ein bisschen weg hier. 28 war vorhin die Bestzeit. 13. schneller. Mit dem Options. Und der fühlt sich aber komischerweise sehr nicht so schön an, wie ich das gewohnt bin. Der überhitzt doch ziemlich schnell. Also den großen Leistungssprung merke ich jetzt nicht. Okay, jetzt spüre ich den Windschatten. Von Romain Grosjean. Bei den kürzesten Weg jetzt. 22,5. Super, das war die schnellste Runde. Okay, das reicht auf jeden Fall, um weiterzukommen. Ich bin Erster, aber mir wird trotzdem angezeigt, dass ich nicht das Ziel erreicht habe. Was ist denn das für ein Bug? Hamilton nur auf der 2, Vettel auf der 4. Hülkenberg Dritter. Bottas jetzt 2. Okay, die sind da nicht auf Soft gefahren. So, ich mache das ja nochmal vorbei. Die Runde war nicht sauber. 13. im ersten Sektor gewonnen, der Schlusssektor. Gut, da haben wir den Grosjean attackiert.
Das hat mir ein bisschen Zeit in der Parabolik gekostet, aber dafür habe ich den Windschatten gehabt. Aber das Wichtigste ist einfach Q3, also Q1 und Q2, das ist der Sonntagsspaziergang. Hätte sogar noch ein Kilo weniger mitnehmen können. Oder? Ja. Also, der ist momentan auf P7. Wenn natürlich Hamilton schon auf Prime startet, müssen wir das ganz am Rennbeginn klar machen. Da wird das echt auf die Ausdauer wieder drauf ankommen, beziehungsweise auf meinen letzten Stint mit dem Primes dann zum Schluss. Wie groß dann der Unterschied ist. Sobald dann Hamilton im DS ist, es vorbei. Aber vielleicht skaltet er gar nicht von der 2. Obwohl, Williams im Rücken möchte ich auch nicht haben. Okay, Hamilton sich verbessert auf die 2. 22,5. Oh, der ist... Oder fahren die deswegen nicht auf den Options raus, die KI, weil sie sich so stark verbessern können im Training? Weil ich habe mich jetzt, glaube ich, auch nur um 4/10 maximal verbessert. Also der Option bringt dir wirklich nicht so viel Zeit. Weil wir aber nicht so viele Kurven haben. Gut, ich weiß, ob ich jetzt bin da hinter Grosjean gefahren. Ob ich das jetzt gespürt habe in den S's. Fällt er auch auf Prime. 1,23,5. Hamilton auch auf der 2. Ich weiß aber nicht, welche Reifen der jetzt drauf hat. Wir können ja kurz mal nachschauen. Primes, okay. Da fährt jemand Primes. Bottas schon auf Abschluss, genau wie Massa. Ricciardo, Raikön auch noch nicht und Vettel auch noch nicht. Haben wir irgendwo Nico Rosberg? Ist der liebe Rosberg draußen? Nein, Rosberg ist nicht draußen, wie immer eigentlich. 2/10. Hülkenberg auf der 8, da gebe ich trotzdem mal eine Sekunde drauf. Rosberg, Button und Sainz noch ohne Zeit. Ich bin ja mal gespannt. Also Hamilton auf Prime. Ah, der wird da mehr als 2/10, 3/10 finden, auf den, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Bottas 22,9. Die sollten wir hier schlagen können. Grosjean, Verstappen ist eigentlich die Überraschung bis jetzt, finde ich. Maldonado 11, gut, Verstappen wird noch rausputzen, weil Rosberg noch keine Zeit gefahren ist. Der fährt sich jetzt wahrscheinlich. Regen haben wir gar nicht. Deswegen würden wir nicht diesen Q2-Bug erleben. Mich würde freuen, wenn Rosberg schon auf Soft fährt, also mit Options. Rosberg nur auf der 12, das macht gar nichts. Der geht gleich, der wird gleich noch nach oben geportet. Das werden wir jetzt gleich sehen, gleich bei 0-0 immer. Und zack, Rosberg Nummer 11. Nico Rosberg ist raus aus dem Qualifying. Er ist nicht unter den Top 10. Was für ein Desaster für den deutschen Fahrer. Aber ich bin mir sicher, er wird morgen zurückschlagen. Das ist eine frostige Überraschung, dass er das nicht schafft. Normalerweise ist es so bei 0-0. Denn die abgelaufene Runde macht er ja noch weiter. Und da muss doch ein Rosberg das schaffen. Gut, er kann den Verkehr stecken, ja. Das kann durchaus sein, wenn dahinter eine Maldonado so hinterher guckt, dann reicht es wirklich nicht, dann ist es zu eng. Das könnte ich mir vorstellen. Deswegen, also ordne ich das mal jetzt nicht als Bug ein. Also, Hamilton wird mein stärkster Gegner werden. Kimi und Vettel sind eine Sekunde langsamer mit dem Primes. Vielleicht hatten sie auch Verkehr, aber Hamilton, Raikön und Vettel starten alle mit den Primes. Und das wird deswegen ein unterhaltsames Rennen. Rosberg von hinten wird durchstarten müssen. Und ich bin echt gespannt auf Hamilton, Vettel und Raikön. Also, ich muss dann wirklich am Start, wenn ich kassiert werde, die schnell überholen und dann schnell wegfallen. Und das wird eine Kunst, glaube ich, werden. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir brauchen erstmal die Pole Position. Das ist natürlich die Voraussetzung, ne? Ohne Pole Position hier nichts los. Jetzt haben wir den Reifen, den wir verbrennen dürfen. Ganz schnell das Tippetär, ganz schnell. Ja. 8 Kilo, das sollte reichen. Wir wollen ja noch ein Kilo übrig. 1,6, das sollte reichen. Das sollte reichen für 2 schnelle Runden. So, dass ich dann gerade noch reinkomme. Mit dem Benzin. Und dann vielleicht, dann können wir auf jeden Fall noch ein One fahren. Also 2 Ones möchte ich auf jeden Fall jetzt hier fahren. 22,5.
Also mit 22,3, 22,2, ja. Das wäre schon gut. Ob das denn das Limit des Force Indias ist, ist die andere Frage. Okay, ich bin die Erste auf der Strecke. Wegen Verkehr muss ich mir keine Gedanken machen. Und ich habe die Bremsbeugung vorhin gar nicht nach vorn verstellt, fällt mir mal gerade wieder auf. Das verändert er ja immer. Deswegen ist ja vielleicht immer noch was möglich. Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Okay, das ist schon mal die sicherste Entwarnung, die ich habe. Es bleibt ein trockenes Qualifying. So, den Reinsatz nehme ich natürlich auch schon ein bisschen härter ran mit Aufwärmen. Beziehungsweise schon ein bisschen das Limit finden. Drei Stunden in der Boxengasse rum. Das ist ja Standardprogramm. Da wird wahrscheinlich auch ein Helmet wieder dabei sein. Okay, wir haben 6 Kilo für 3 Runden. Sollte sich ausgehen. Beziehungsweise, ja, 6. Auf Runde 6. Wollen wir diesmal die 370 knacken? Nee, wir knacken sie einfach nicht. Klar, wenn ich geradeaus fahre, dann knack ich sie. ...27,7 war vorhin. ...27,8 ist es langsamer. Sehr weit draußen, aber das geht in der Kurve eigentlich. Das ist aber trotzdem, glaube ich, Zeit. War auch nicht optimal. Also wir legen auf jeden Fall nochmal eine Runde dran. Okay, 22,2, das wundert mich. Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Ich glaube, jetzt hatten wir die 370 geknackt. Auf Kosten der Bremse. Vettel zweiter, Massa dritter, Grosjean vierter. Volle Konzentration von mir. Also helmeten sie sich als größte Gefahr an. Da fährt man grundsätzlich immer so weit raus. Mal schauen. Könnte eine 21 sogar werden. Und das wird es auch, 21,9. Ah, da hat jetzt Hamilton was zu knacken. Da hat jetzt Hamilton was zu knacken. Also Hamilton, bitteschön. Ich lieg vor, du liegst nach. Das wird nicht so ganz einfach. Also 21,9 war echt schon gut. Und fehlt dem hier aerodynamisch gesehen online 1,3 Sekunden, dem Force India. Ja, er springt recht der Dicke, ey. Aber einen Kilo weniger darf ich nicht reintun.
Auf jeden Fall werde ich nochmal einen Reifensatz benutzen. Weil es A so viel Spaß macht und B, weil wir es eh übrig haben. Ist vielleicht sogar hier der fünfte Gang besser. Das könnte man jetzt auch nochmal experimentieren. Der Tank ist so gut wie leer. Wir haben noch ein oder zwei Kilo übrig, also nur eine Restmenge. Da sieht man eigentlich, wie ungenau diese Angaben sind. Wir haben nur ein, zwei Kilo, ein bisschen Restmenge noch übrig. Auf jeden Fall nicht viel, will er mir damit sagen. Wir schauen trotzdem mal kurz auf den Zeitenmonitor. Es wäre die erste Pole Position in der Meisterschaftssaison. Profisaison haben wir schon geschafft, aber es wäre die erste in der Meisterschaftssaison. Weil mit dem McLaren war meine beste Position Zweiter in Großbritannien. Das war mit dem Regen. Da hat mir Kimi Räikkönen die noch weggespitzt. Hat er 2 Sekunden schneller als Boah, Ricciardo. Mein lieber Mann, ey. Alter Schwede. Warum sagt man eigentlich alter Schwede? Woher kommt der Spruch? Warum sagt man Schwede? Das muss doch irgendeinen Grund haben. Warum sagt man Schwede? Wer das mal weiß, kann das mal gerne in die Kommentare schreiben. Weil es würde mich schon mal gerne interessieren, wo dieser Spruch herkommt. Alter Schwede, im vierten Reifensatz. Ja, also das würde mich echt mal interessieren, woher kommt das alter Schwede? Nur ganz kurz mal gucken. 6 Zehntel. Und Hamilton hat noch keine Zeit. Hamilton hat noch keine Zeit. Überall pink bei mir. Okay, wir haben noch 4 Minuten. Also, wer das mal... Kann mal jemand recherchieren? Alter Schwede. Schwede. Man sagt nicht ohne Grund Schwede. Das hat irgendwas mit Schweden dann auch zu tun. Alter, Deutscher sieht scheiße an. Alter Schwede. Okay, das ist das, keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht warum. Das ist vielleicht schwedische Kolonie, hat das damit was zu tun? Damit ihr was zu tun habt, mal in den Kommentaren. Aber das würde mich jetzt echt mal interessieren. Alter Schwede. So sprich. Eigentlich bin ich auch nicht so wirklich Fan von Sprichwörtern, aber ich benutze halt immer gerne. Ich weiß auch nicht warum. Aber bei sowas frage ich mich immer zum Beispiel. Woher kommt das? Zum Beispiel auch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja? Ist auch ein Sprichwort. Zum Beispiel, wo kommt denn das? Warum fällt der Apfel nicht weit vom Stamm? Hat auch irgendwas mit Mittelalter zu tun. Und ich würde mich jetzt einfach mal spontan vermuten, der Spruch kommt aus dem Mittelalter. Oder warum sagt man 5 vor 12 und nicht eine Minute vor 12? Ist auch sowas. 5 vor 12. Man sagt immer 5 vor 12 oder 5 nach 12. Muss ja auch irgendwo eine Bedeutung haben. Ja. Mir fällt es aber spontan nicht, dass eine Sprichwort einmal, das mich mal extrem beschäftigt hat. Nico ist derzeit auf B8. Gut. Aber ich versuche die Zeit nochmal zu toppen. Ne, immer 369 am Ende. Ich denke mal, mit dem Mercedes schafft man hier 370, aber auch nur knapp. Wow, das hat halt gekostet. Auf jeden Fall. Damit können wir eigentlich schon abbrechen. Der Sektor war nochmal schneller. Tatsächlich. Das hat mich
mich nur 2 Zehntel gekostet. Okay. Das ist ja gar nichts. Aber die hole ich nicht im letzten Sektor wieder raus. Wohl knapp doch. War ich noch weiter in. Das sieht jetzt auch runter aus. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session. Ist die Runde schneller? Okay, Zeit ist abgelaufen. Ne. Und ist nicht schneller, aber es reicht gerade für die Pole Position. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Theoretisch müssten wir jetzt im Park Famesh gehen und nicht in der Boxengasse. Es wäre auch geil gewesen, wenn sie dieses kleine Sieger-Ehrung machen können. Das Ergebnis für Sergio Perez. Damit sichert er sich für das morgige Rennen die Pole Position. Was für eine tolle Session für das Team. Für dieses Ergebnis haben sie hart gearbeitet und diese harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Was ist denn hier los? Ein Hamilton startet nur von der 9 of Primes, ein Rosberg startet von der 11 und Ferrari könnte hier ein Top-Ergebnis für sich platzieren. Position 2 und 3. Wir haben auf jeden Fall die Pole Position mit 6 Zehntel Vorsprung. Halleluja, 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 Halleluja. Bottas 4, Massa 5. Wer wird eigentlich mein Gegner jetzt im Rennen? Das könnte man sich jetzt echt fragen, weil Hamilton müsste, glaube ich, die 10 ausbeißen bei den Williams. Grosjean 6, Ricciardo 7. Also wenn ich nicht in die beiden Williams falle beim Skat, da kriege ich die Ferraris. Weil die fahren nur auf Prime. Ich bin deutlich schon auf den Options. Aber alles Theorie hier. Aber Hamilton nur auf der 9. Also Mercedes schwach. Verstappen 10. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt mal euren Renntipp. Euren Renntipp, was ich hier werde, bitte mal in die Kommentare. Weil ich bin neugierig, was ihr jetzt tippt. Eigentlich muss es ein Sieg sein. Alles andere ist eigentlich schon mittlerweile echt eine Enttäuschung. Also bei der Skatopstellung ist alles andere eine Enttäuschung. Also, euer Rente bitte in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Formel 1 2015.